Jetzt dann aber nochmal zurück zur chemischen Abtreibung. Ja. Was genau passiert da? Also letztendlich wird das schwangerschaftserhaltende Hormon blockiert oder verdrängt von den Rezeptoren. Mhm. Also es braucht für den Erhalt der Schwangerschaft ein Hormon, das ist Progesteron. Es gibt ja zwei Sexualhormone, Östrogen, Progesteron. Progesteron ist, mal so vereinfacht gesagt, das schwangerschaftserhaltende Hormon. Und wenn dieses Hormon blockiert wird oder von den Rezeptoren verdrängt wird, dann kann eben eine Schwangerschaft nicht weiter existieren. Dann letztendlich, auch vereinfacht gesagt, der Embryo wird nicht mehr versorgt, der Embryo verhungert, stirbt ab. Mhm. Und das ist der Wirkmechanismus sowohl von der Pille danach, in dem Falle, als auch von der Abtreibungsmedikation oder wie man das immer nennen will. Abtreibungspille, wie auch immer, genau. Ja. Muss man genau verstehen, wie das Progesteron ausgehebelt wird medizinisch oder? Man muss es jetzt nicht ganz genau im Detail. Ich glaube, das führt jetzt ein bisschen mehr so in die Details. Yes. Aber letztendlich kann Progesteron nicht mehr wirken. Mhm. Das, was eigentlich natürlicherweise ausgeschüttet wird, um die Schwangerschaft zu erhalten, wird entweder verdrängt von den Rezeptoren oder die Rezeptoren sind andersweitig dann blockiert. Das sind verschiedene, etwas unterschiedliche Wirkmechanismen bei der Pille danach und bei der Abtreibungspille. Aber letztendlich die Wirkung und das, was am Ende geschieht, ist dann im Endeffekt dann dasselbe. Das eben ist auf das Leben des Kindes abzielt, ja, letztendlich, und das in einem sehr frühen Stadium. Man differenziert die Pille danach. Ist natürlich, sie macht auch noch eine Verschiebung, je nach Zyklus, wo man sich im Zyklus befindet, kann es auch natürlich eine verhütende Möglichkeit sein, aber eben auch eine Nidationshemmende und damit früh abtreibende. Wohingegen das andere Medikament immer grundsätzlich als abtreibendes Medikament gegeben wird, das Mifergyne. Also die sogenannte chemische Abtreibung, ja, dann genau, tatsächlich. Wie gefährlich ist das für die Frau? Sagen wir so, natürlich einmal, kein Medikament ist ohne Nebenwirkung und natürlich auch diese. Und das sind natürlich sehr hohe Hormongaben und die bringen natürlich vieles durcheinander in der Hormonwirkung. Mhm. Natürlich, dass die bei beiden, also aber letztendlich natürlich noch mehr bei der, sagen wir jetzt mal bei der medizinischen, medikamentösen Abtreibung, dem Mifergyne, wenn das Kind abgetrieben wird und ausgestoßen wird, kommt es natürlich zu Blutungen, logischerweise. Das Kind muss ja trotzdem geboren werden. Mhm. Nur wird es dann in dem Falle eben schon tot geboren. Aber das geht natürlich mit Blutungen. Weil vorher durch die Medikamente auch schon die Sauerstoffzufuhr und genau, alles das nicht Kind mehr funktioniert. Stirbt ab, weil es eben durch das fehlende Progesteron nicht mehr ernährt versorgt wird, nicht mehr versorgt wird. Dann ist dieser Mensch, dieser Embryo abgestorben. Muss aber natürlich geboren werden, muss zur Welt kommen. Da wird bei der medikamentösen Abtreibung noch ein zusätzliches Medikament gegeben, was den Muttermund weicher macht und was Kontraktionen auslöst, dass dann dieses Kind auch geboren wird. Das geht mit Blutungen einher. Und diese Blutungen können massiv sein. Mhm. Die können sehr massiv sein, weswegen dann oft doch ein Krankenhausaufenthalt notwendig ist. Aber das ist auch, also ich arbeite ja in einer Klinik im Krankenhaus und das ist schon deutlich mehr geworden, dass jetzt Frauen auch nachts oder am Wochenende kommen, nach einer auswärts durchgeführten medikamentösen Abtreibung und dann mit sehr oder so starken Blutungen kommen, dass dann doch eine Ausschabung und eine operative Maßnahme dann noch erforderlich ist. Und gibt es da dann auch mehr Komplikationen, beispielsweise durch das weichere Uterusgewebe oder ist das? Naja, dieselben Komplikationen. Das heißt immer so schön, die medikamentöse Abtreibung hätte dann weniger Komplikationen als die chirurgische. Genau. Aber erstens ist in einem doch nicht unerheblichen Prozentsatz doch eine operative Maßnahme dann erforderlich, die dann natürlich wiederum doch etwas gefährlicher ist, weil das geschieht oft im Notdienst oder im Nachtdienst. Manchmal sind die Patienten nicht nüchtern, da gibt es ein höheres Narkoserisiko und so weiter und so fort. Mhm. Und es ist natürlich dann schon vorher ein oft sehr erheblicher Blutverlust schon vonstatten gegangen. Mhm. Ein anderes Risiko ist, was ist, wenn es jetzt eine Eileiterschwangerschaft ist? Hat der Frauenarzt wirklich das ausgeschlossen? Bei einer Eileiterschwangerschaft kann es natürlich durchaus auch schnell lebensbedrohlich werden. Mhm. Und abgesehen davon von den normalen medikamentösen Nebenwirkungen wie Übelkeit, Erbrechen, Unverträglichkeiten und eben auch wieder ein Thrombose- und Embolierisiko und Leber. Also das ist auch seltener, aber es gibt auch Leberfunktionsstörungen bis hin bei der Pille danach mit ganz schweren Leberveränderungen, die auch zwar selten, aber durchaus vorkommen können. Dann ist es doch eigentlich erstaunlich, wenn es solche Nebenwirkungen gibt, dass dieses Medikament, wenn ich richtig informiert bin, aus der Rezeptpflicht entlassen worden ist. Ja, nicht nachvollziehbar. Reine Politik, nicht medizinisch. Dann was,
Was müssen wir erstaunen, wenn es gerade bei Corona-Zeiten immer so hieß, Follow the Science und man sollte sich an Studien und medizinisches Fachwissen halten? Erstaunt es da doch ganz extrem, dass da ein Medikament mit durchaus Nebenwirkungen, Komplikationen außer rezeptlich genommen ist. Ich meine, immerhin eine Pille danach schon hat die Gesamtdosis von einer Mikropille, Minipille. Das ist schon immens. Die ist ja auch nicht von der Verschreibungspflicht ausgenommen. Das ist jetzt die Pille danach. Die Abtreibungspille, die medikamentöse Abtreibung, die ist natürlich schon noch nicht frei erhältlich, sondern da muss man definitiv zum Arzt gehen. Gott sei Dank. Ich hoffe, das bleibt auch so. Trotzdem gibt es ja Missbrauch durch Internetapotheken und Möglichkeiten, trotzdem dran zu kommen, was natürlich dann ganz fatal ist. Aber ja, aber die Pille danach mit ihren Nebenwirkungen. Und das andere, was ja auch traurig und fatal ist, ist, man nimmt den betroffenen Frauen auch eine Möglichkeit, seinen Arztkontakt, der manchmal durchaus hilfreich sein kann. Ich meine, einfach nochmal ein klärendes Gespräch. Ja, und man muss auch ganz klar sagen, in den allermeisten Fällen dann ist die Pille danach unnötig. Es braucht ein bisschen Zyklusbasiswissen, auch bei der betroffenen Frau. So, kann überhaupt eine Schwangerschaft eingetreten sein? Ist es überhaupt realistisch oder nicht? Weil bevor ich so ein Medikament mit solchen Nebenwirkungen nehme, würde ich das erstmal genau wissen wollen. Ob das wirklich notwendig ist. Und dafür braucht es eigentlich Facharztwissen und eine Zyklusanamnese. Man sollte auch die Kontraindikationen abklopfen und schauen, ist es jetzt wirklich sicher für die Betroffene. Und ich denke, man sollte auch immer noch nicht in der ersten Panik gleich zur Apotheke rennen und sagen, ich mache jetzt alles, sondern man hat ja auch da Zeit. Und wenn man nach zur Apotheke rennt, abgesehen davon, dass man den Notfallzuschlag noch zahlen muss und es teurer ist, ist es auch auf jeden Fall, das habe ich auch damals bei betroffenen Paaren immer gesagt, denkt erstmal drüber nach und schlaft erstmal eine Nacht darüber und dann überlegt ganz in Ruhe, ob jetzt wirklich alles getan werden muss, um eine Schwangerschaft zu verhindern oder was wäre, wenn tatsächlich jetzt ein Kind entstehen würde. Also da erstmal keine Schnellschüsse, sondern wirklich nochmal drüber nachdenken. Absolut. Und das fehlt halt jetzt, wenn man jetzt das einfach over the counter bekommt. Ja. Aber nebenher kann das natürlich auch der Partner sich einfach besorgen und es seiner Frau, Freundin geben und sie weiß gar nichts davon. Unterjubeln. Der Missbrauch, das Risiko ist halt immens. Ja, definitiv. Jetzt haben wir über die chemische Abtreibung gesprochen. Was ist denn in diesem Zusammenhang die sogenannte Umkehrtherapie? Ja, so genannt. Es ist halt dem Namen, genauso wie es eben heißt, eine Umkehrtherapie, wo man diese Abtreibung noch in einem bestimmten Zeitfenster umkehren kann. Was ist das für ein Zeitfenster? Je schneller, desto besser, muss man sagen. Je länger der Abstand zurückliegt, umso unwahrscheinlicher ist der Erfolg der Umkehrtherapie. Und es wird dann halt schwierig in Deutschland. Ich hatte ja vorhin gesagt, es werden zwei Medikamente gegeben. Das eine ist dieses Medikament, was das Progesteron hemmt und hindert. Dadurch stirbt der Embryo ab. Aber dann muss ja das Kind noch geboren werden. Das ist ein zweites Medikament, Zytotec, was da in der Regel gegeben wird, was eben dann Kontraktionen auslöst und dann die Ausstoßung und den Muttermund weicher macht. Genau. Ja. Und wenn das gegeben worden ist, dann ist es halt einfach weniger erfolgversprechend, dass dann noch die Umkehrtherapie wirkt. Und dieses Medikament wird nach 24 bis 48 Stunden normalerweise dann dazugegeben. Und deswegen ist das ideale Zeitfenster in diesen 24 bis 48 Stunden, wo das zweite Medikament noch nicht gegeben worden ist. Da könnte man also noch etwas unternehmen gegen die chemische Abtreibung. Ja. Das macht man mit Progesteron und da ist die Frage, ist das gefährlich, Progesteron anzuwenden, was ja dann das schwangerschaftserhaltende Hormon ist? Ich würde, also auch da wieder, kein Medikament ohne Nebenwirkung. Wenn eine Wirkung da ist, muss auch eine Nebenwirkung sein. Aber da das eben ein natürliches Hormon ist, was ja im weiblichen Körper eins der Basishormone ist und eben auch physiologisch in der Schwangerschaft gegeben wird, also selber produziert wird, ist natürlich da die Risiken viel, viel geringer. Aber natürlich haben auch Sexualhormone sowieso haben auch ihre Nebenwirkungen. Der Zyklus der Frau ist mit Schwankungen verbunden. Ein Beispiel ist zum Beispiel das Brustspannen durch Progesteron, was man in der zweiten Zyklushälfte, was man haben kann, was man auch mit Progesteron behandeln kann. Aber das sind halt auch Zyklusschwankungen, wo die natürlichen Hormone schon gewisse Wirkungen und so kann man sagen, auch Nebenwirkungen haben im Körper. Jetzt hier, wenn man das Progesteron aber gibt, habe ich einen Mangel an Progesteron durch die Abtreibungsmedikation.
Und das will ich ja dann rückgängig machen. Das heißt, ich habe einen Mangel an Progesteron, den ich jetzt wieder rückgängig mache und das Progesteron jetzt wieder verabreiche. Das macht ja dann auch Sinn, dass das Progesteron so schnell wie möglich an die Rezeptoren kommt. Ja. Ja. Und natürlich, es gibt gewisse Nebenwirkungen wie bei jedem Medikament auch. Das eine hatte ich gesagt mit Brustschmerzen. Es kann natürlich auch Übelkeit, es kann eine gewisse Müdigkeit geben in hohen Dosierungen. Bei vorbestehenden Lebererkrankungen ist ein gewisses, aber sehr geringes Risiko. Aber da das dieses Medikament ja auch zusätzlich therapeutisch im großen Maße schon verabreicht wird als Medikament, nämlich im Rahmen der künstlichen Befruchtung wird es gegeben. Es wird gegeben bei Frühgeburts- oder Fehlgeburtsbeschreibungen, bei Frauen, die schon viele Fehlgeburten hatten oder mehrere Fehlgeburten. Wird es dann quasi prophylaktisch gegeben? Oder? Ja, also sowohl therapeutisch im Rahmen der künstlichen Befruchtung, da hat es auch eine offizielle Zulassung, aber jetzt um Frühgeburten oder Fehlgeburten zu verhindern, hat es eigentlich auch keine offizielle Zulassung, aber es wird in großem Maße verabreicht, weil eben durchaus Erfolgsquoten da sind, weil es Untersuchungen und Studien gibt, die eben gezeigt haben, da ist ein positiver Effekt, dass es eben weniger Fehlgeburten gibt und es gibt weniger Frühgeburten. Und deswegen ist es ein Medikament, was weit erprobt ist und eben auch sehr, sehr sicher ist. Und deswegen kann man nach bestem medizinischen Wissen und Gewissen sagen, es sind sehr wenig Nebenwirkungen und sind keine starken Nebenwirkungen bekannt. Ich glaube, den Satz kann man mitnehmen, sehr wenige und keine starken Nebenwirkungen. Also ich habe immer so zwei Hefte mitgenommen, hier zum Beispiel von 2019, aus einer Fachzeitschrift, durchaus aktualisierte Empfehlung zur Anwendung von Progesteron, wo das auch durchaus empfohlen wird, nicht nur bei Kinderwunschbehandlung, sondern auch bei Frühgeburten. Mit einer ist Evidenz, es eine Empfehlung, ist es zugelassen dafür? Es hat eine Empfehlung, aber zugelassen ist es tatsächlich nur im Rahmen der künstlichen Befruchtung bis zur 12. Woche. Und alles, was darüber hinausgeht, also nach der 12. Woche, um Frühgeburten zu verhindern oder bei Fehlgeburtsrisiko außerhalb der künstlichen Befruchtung, wird es gegeben. Es wird auch empfohlen, aber es gibt keine offizielle Zulassung. Wenn man also jetzt versucht, eine chemische Abtreibung zu unterbrechen, das ist also quasi die Unterbrechung der des Schwangerschaftsabbruchs, schlimm genug eigentlich. Gibt es Daten der Erfolgsquote? Gibt es da irgendwas, was man in der Lebensrechtsbewegung vielleicht so ein bisschen gesammelt hat? Also ich habe vorhin schon gesagt, bei Corona hieß es immer, wir sollen der Wissenschaft folgen. Und leider ist das hier ein Gebiet, leider wie auch immer mehr Gebiete, wo Wissenschaft ganz schwer überhaupt möglich ist. Es ist politisch so vermint, es ist das so schwierig. Eigentlich, wo man sich wünschen würde, mehr Daten zu bekommen, wird aus oft ideologischen oder politischen Gründen dem ein Riegel vorgeschoben. Und das ist echt schwierig. Es sollte ja auch eine Studie eigentlich geben über die Folgen von Abtreibungen. Die war ja von der letzten Regierung geplant. Das ist jetzt meines Wissens so ziemlich im Sande verlaufen und von der aktuellen Regierung leider wieder so ein bisschen negiert. Aber dann hätte man mal wenigstens Daten gehabt. Aber aus Angst vor dem, was vielleicht rauskommen könnte, dass Abtreibung vielleicht doch seelische Langzeitfolgen haben könnten in einem höheren Maße, guckt man lieber erst gar nicht nach. Und das finde ich bedenklich. Und das ist jetzt bei der APR, wie es im Englischen heißt, Abortion Pill Reversal, eben leider auch so, dass es da sehr schwer ist, überhaupt Unikliniken oder größere Zentren zu finden, die da wissenschaftlich sauber die Daten erheben. Das würden wir uns wünschen, das wäre das Ideal. Aber in der derzeitigen politischen Großsituation leider eher nur ein Wunschdenken. Aber das klingt jetzt sehr pessimistisch, aber es gibt in den USA, wo das ein bisschen mehr möglich ist, gibt es durchaus Daten. Und bis 2019 gab es über 300.000 Fälle, die dokumentiert wurden von der APR, wo dort von diesen Instituten eine Erfolgsquote von etwas über 60% angegeben wurde in diesem Zeitfenster. Und das ist schon sehr viel. Da muss man natürlich auch wieder sagen, das ist jetzt von denen, die das auch selber anwenden, da werden natürlich die Kritiker sagen, ja, das ist natürlich jetzt nicht überprüft durch andere unabhängige Institute. Aber es gibt eben auch keine anderen Institute, die das durchführen. Deswegen beißt sich die Katze wieder in den Schwanz. Aber ich glaube, das ist auch medizinisch einfach einleuchten, mit einem gewissen medizinischen Sachverstand, dass wenn ich Progesteron hemme oder in der Schwangerschaft entzogen wird und bei der APR gebe ich dieses Progesteron dann und kehre damit diese Wirkung um,
dann ist es logisch, dass dann der Mangel an Progesteron wieder aufgehoben ist und dass der Embryo dann eben keinen Versorgungsmangel erleidet und dann weiter Schwangerschaftserhalt möglich ist. Ist das gefährlich für die Frau, wenn sie sich umentscheidet? Wenn die medikamentöse Abtreibung erfolgreich ist, kommt es ja zu einer vaginalen Blutung. Stark oder weniger stark, je nachdem, aber auf jeden Fall blutet es. Und darüber muss man natürlich auch bei der APR aufklären. Es kann zu Blutungen kommen, wenn halt die APR wiederum nicht erfolgreich ist. Es kann auch zu Blutungen kommen bei Erfolg. Dann es gibt natürlich immer mal Blutungen in der Frühschwangerschaft, wo man dann halt untersuchen muss, ist die Schwangerschaft intakt oder nicht. Aber grundsätzlich muss jede Frau informiert werden, bei Blutungen einen Arzt aufzusuchen. Man muss auch vorher erstmal überhaupt feststellen, liegt überhaupt eine Schwangerschaft vor. Das ist natürlich mal eine Grundbasis. Und man muss ausschließen, dass keine Eileiterschwangerschaft vorliegt. Mhm. Das, denke ich, ist schon wichtig, weil im Falle einer Eileiterschwangerschaft kann es dann eben auch lebensbedrohliche Probleme geben. Das kann es aber auch durch die medikamentöse Abtreibung ebenfalls, wenn der Arzt, der die Abtreibung durchgeführt hat, das auch nicht vorher ausgeschlossen hat. Mhm. Also das heißt, da durch diese Methode selber kommen eigentlich keine großen zusätzlichen Risiken für die Frau, sondern nur die allgemeinen Risiken durch die medikamentöse Abtreibung, die sind da. Und das muss die Frau auch wissen, dass das passieren kann, wenn es eben auch nicht erfolgreich ist. Also es kommt nicht zu einem Risiko für die Frau on top, das ist eigentlich das Wichtige. Minimal, diese anderen Risiken, die ich gesagt hatte, genau. Übelkeit, Kopfschmerzen, geringe Maße Embolie oder Leberprobleme bei schon vorbestehenden Erkrankungen. Aber das ist, wie gesagt, selten und gering. Gibt es auch eine Möglichkeit, etwas zu tun gegen das Medikament, das gegeben wird nach diesen 24, 48 Stunden, was den Muttermund weicher macht und Kontraktionen auslöst? Leider nicht. Da gibt es meines Wissens noch nichts. Aber auch selbst wenn das da gegeben wurde, es gibt andersrum auch durchaus da noch Erfolg, nur geht die Kurve halt dann drastisch runter. Je länger der Abstand ist von der Gabe des abtreibenden Medikamentes, umso geringer ist die Erfolgsquote. Aber auch wenn das zweite Medikament gegeben wird zur Muttermundserweichung, gibt es trotzdem durchaus noch Erfolge der Umkehrtherapie. Nur sind sie halt geringer, das muss man realistisch sehen. Gibt es spezifische Maßnahmen, die dazu helfen können, dass es trotz Gabe des Muttermundweichenden, aufweichenden Medikamentes, dass die Schwangerschaft noch erhalten werden kann? Leider nicht, also meines Wissens nicht. Also das sind ja ähnliche Fragen, auch wenn eine Fehlgeburtsneigung da ist. Und natürlich viele Frauen würden sich das wünschen, dass man Fehlgeburten verhindern kann, zum Beispiel auch mit Bettruhe. Aber es gibt auch dazu leider keine Daten, dass die Bettruhe wirklich tatsächlich helfen würde. Natürlich schwere körperliche Anstrengungen und sowas sollte vermieden werden. Das ist klar, das sind Basics. Alles andere. Nur andersherum ist Progesteron ja da grundsätzlich gut. Mhm. Also auch bei einer, nicht normalen, aber auch bei einer Fehlgeburtsneigung, ohne jetzt die Abtreibungspille genommen zu haben, ist ja Progesteron gerade dafür auch da. Mhm. Weil Progesteron, der Name sagt es schon, das ist das schwangerschaftserhaltende Hormon. Ja. Und Progesteron, also ein Progestagen, schwangerschaftserhaltend. Und wenn ich das gebe, auch bei Fehlgeburtsneigung oder wenn das Medikament schon gegeben worden ist, ist es in jedem Falle sinnvoll und gut. Und wie gesagt, auch von Fachgesellschaften empfohlen. Wenn es jetzt schon Progesteron heißt, warum ist es verschreibungspflichtig? Das ist eine gute Frage, die ich versucht hatte zu klären, wo ich aber auf keine vernünftige Begründung gestoßen bin. Natürlich, jedes Medikament braucht eine Indikation, ganz klar. Mhm. Und es braucht auch für Sexualhormone eine gewisse Basisverständnis von hormonellen Zusammenhängen. Mhm. Ich meine, nebenher wird das Progesteron ja auch gegeben als Medikament bei den Wechseljahren, zum Beispiel. Es wird gegeben bei Hormonstörungen, bei Zyklusstörungen, bei Zyklusunregelmäßigkeiten, Amenorrhoe und so weiter wird es gegeben. Bei Brustspannen wird es verabreicht. Also es gibt jede Menge Indikationen, aber die Indikation muss halt von einem Arzt gestellt werden. Und natürlich, theoretisch ist die Gefahr einer Überdosierung vorhanden. Wenn ich das jetzt wie Bonbons nehme, dann habe ich natürlich, wenn ich Zyklusstörungen behandeln will, kann ich damit auch genau das Gegenteil erreichen, dass ich damit massive Zyklusstörungen erstmal verursache. Natürlich soll das auch kein Mann einnehmen, sondern nur eine Frau. Beim Mann hat es natürlich auch wieder andere Nebenwirkungen. Und hat natürlich ein wenn auch sehr geringes Risiko, wenn man das in sehr hohen Dosen nimmt oder schon vorher Lebererkrankungen hat, dass es Leberstörungen machen könnte, allein durch den Abbau. Es hat ein ganz geringes Thromboseembolierisiko. Aber
letztendlich einen wirklichen Grund, nee, gibt es auch schon gar nicht, wenn die Pille danach ja aus der Rezeptpflicht genommen ist, die ja da eigentlich viel mehr Nebenwirkungen hat, macht das hier eigentlich keinen wirklichen Sinn. Und es gibt auch andere Medikamente, wo ich viel mehr Bauchschmerzen hätte, die rezeptfrei sind. Und dann erschließt es sich mir nicht, dieses Medikament, was wirklich so sicher ist und wo keine schweren Nebenwirkungen bekannt sind, das in der Rezeptpflicht zu halten. Was würden Sie sich denn jetzt für die deutsche Lebensrechtsbewegung wünschen, in Bezug auf beispielsweise jetzt die sogenannte Umkehrtherapie? Also jetzt mal ganz unabhängig vom Lebensschutz oder Lebensrecht, würde ich mir eigentlich als Arzt, Mediziner und Wissenschaftler eigentlich wünschen, dass es darüber Studien überhaupt geben darf. Dass es da nicht einen Maulkorb gibt, dass es da nicht Ideologie und Politik an erster Stelle steht, sondern dass man einfach hier auch Wissenschaft und Forschung betreiben dürfte, dass man den Frauen, die eine zweite Wahl haben möchten, das nicht verbietet, sondern dass sie das haben dürfen, dass das auch durchaus große Kliniken und Unikliniken anbieten, die APR, und man dann die Fakten dazu sammelt, welche Nebenwirkungen gibt es, das werden wenige sein, wenn überhaupt, aber wie ist die objektive Erfolgsquote? Ich meine, das heißt immer so schön pro-choice, wollen ja die Abtreibungsbefürworter, aber hier verhindert man, dass die Frauen eine zweite Chance bekommen. Wenn sie sich dann umentscheiden, sagt man, das dürft ihr nicht. Das finde ich schon schwierig. Und da würde ich mir wirklich wünschen, dass es da Wissenschaft geben darf. Und als Lebensschützer würde ich mir natürlich auch wünschen, dass vor allen Dingen erstmal solche Angriffe unter der Gürtellinie entfallen. Die Ärzte, die das machen, die das anbieten, die betroffenen Frauen ihrer Not begegnen wollen, ob Ärztinnen oder Ärzte, die sind einem massiven Druck ausgesetzt. Und das geht ja bis dahin, bis zur Androhung von Berufsverboten, wie es in England und in den USA war. Und das ist schon massiv. Und da würde ich mir einfach wünschen, Medizin betreiben zu dürfen, ohne solchen politischen Druck und ohne solche Aggression. Ich bin Ihnen sehr dankbar für diese tiefen Einblicke, auch was die Medikamente oder auch sogenannten Medikamente angeht, dass man wirklich einfach auch noch besser informieren kann. Vielen Dank dafür. Immer gerne. Ja. Danke für die Möglichkeit.